Hey, auf einmal kommt die Donation. Stephanie Davis donated 50 Euro. Hab Badewasser eingelassen. Kommst du mit einem wirklich komplett beschissen bearbeitet. Rotze. Ganz, ganz großer Müll. Bitte, lasst keinen Kommentar da. Nicht liken. Ich glaube, dieses Weihnachten wird irgendwie doch nicht so geil. Raus an Geteiletreu, der macht nämlich eine Aktion und zwar will der im Dezember einen Adventskalender machen, bis zum 24. glaube ich jeden Tag ein Video bringen und da ist immer ein versteckter Hinweis drin mit der Lösung könnt ihr am Ende 500 Euro auf die Nacken von den Jungs gewinnen, ja, also die nehmen ihr da einen Teil von ihren YouTube-Einnahmen, 500 Euro und verlosen die dann an die Leute, die da die richtige Lösung eingesendet haben, also finde ich eine geile Aktion, wenn ihr da Bock habt mitzumachen, schaut die Videos von Geteiletreu, abonniert den Kanal, schaut vorbei und Kuss geht raus an die Jungs. Oben. Muss doch hier links, oder? Ach, ihr wollt zu dem Subway beim Dealern. Beim Blockhaus, ja genau. Hey, auf einmal kommt die Donation. Stephanie Davis donated 50 Euro. Hab Badewasser eingelassen. Kommst du mit einem? Das ist niemals die von Davis. Das ist die? Doch! Wer ist was? Digga! Stephanie hat Badewasser eingelassen. Das ist nicht fake. Stephanie hat schon oft bei mir donated. Ja, aber als ob die dann sowas schreiben würde, Bro. Na klar, Digga, die hat mir letztens einen Snap aus der Badewanne geschickt. Nein, kein Spaß, das ist Real Talk, Mann. Alter, Stephanie ist einfach die größte Sixkettin, die ich kenne. Stephanie, ich habe gerade einen Glühwein getrunken mit Schuss. Ich komm vorbei. Ich komm vorbei. Mach an. Stephanie, guck mal, ich hab einen Vorschlag für dich, okay? Wir machen folgendes. Du lässt Badewasser ein mit so einem richtig geilen Duft, Lavendel oder so. Ist es Lavendel? Grün, Bro. Lavendel, ja. Lavendel. Mit Lavendelduft und Badewasser mit Lavendelduft. Und dann, du lässt Badewasser ein, okay? Wir sind mega entspannt beide. Dann kommt das Lied. Stephanie, fühlst du den Moment? Stephanie, danke für wieder 50 Euro. Stephanie hat bei mir locker schon 400-500 Euro liegen lassen. Die hat schon 400-500 Euro bei mir donated. Das ist schon krass. Digga, du weißt, dass eine Frau deine Ehefrau wird, wenn sie bei dir 500 Euro donated hat. Bei mir reicht zwar schon der deutsche Pass, aber... Gut, der ist auch mehr als 500 Euro wert. Sie ist in Stuttgart. Halt dein Maul. Wenn Stephanie in Stuttgart wäre, ich wäre der Erste, dem sie Bescheid sagen würde. Jetzt guck der Story an. Oh mein Gott. Die war hier in Stuttgart. Das ist ganz weird jetzt, Bro. Wenn die jetzt Stuttgart ist, ciao. Danke, offline. Die wahrscheinlich in der Badewanne gerade. Hier ist ein Snap aus der Badewanne. Oh, geiler Effekt am Ende noch gewesen mit dem Schnippen, dass die Kerzen dann plötzlich an sind. Geil. Die ist nicht in Stuttgart, sie ist bei sich zu Hause. In Österreichischen Reich. Kommt aus Österreich oder? Die kommt aus Österreich. Wer hat mir hier gerade geschrieben? Hier rechts? Ja. Welcher Hund hat mir geschrieben, Digga? Ach, Stephanie. Welcher Hund hat mir geschrieben? Stream mit Stephanie wäre natürlich der absolute Traum, aber Leute, ich sag's euch ehrlich, guck mal, jeder von euch weiß, dass Stephanie für mich auch so, dass da auch, komm, ich muss Stephanie erstmal kennenlernen, dann kann man sich so über sowas unterhalten. Genau. Bitte hört auf mit dem Stephanie-Mode. Spaß nicht, aber ich muss sagen, ich habe in den letzten Tagen ein bisschen mit Stephanie hin und her geschrieben, war entspannt, aber sie hat einfach gesagt, dass ich ein Lappen bin. Aber es wäre zu krass, mal mit Stephanie eine Runde zusammen zu zocken, Digga. Ist einfach zu entspannt, Digga. Genau. Ob ich die Nummer bekommen hab? Ja, ich hab sie. Ey, Junge. Alter, der Yannick mit spendablen 500 Bits. Wow. Einfach nur wow. Und der King CH mit 1050 Bits. Vielen, vielen Dank dir, Digga. Ohne Spaß, man. Sehr spendabel an der Stelle. Fixi von hinten. Ups. Weißt du, weil er schreibt Fixi mit X. Fixi. Junge, das ist schon wieder zu wild. Hey Junge, mit 5 Euro, warum ziehe ich mir die Scheiße rein? Du hast mich erwischt, mein Freund. Du hast mich erwischt. Fixi. Aber Fixi ist echt ein guter Name. Fixi ist ein sehr, sehr guter Name.
Was sagst du zu der Story mit dem Stalker bei Stephanie? Hast du auch Erfahrungen in der Hinsicht gemacht? Alter, Digga, ich habe noch nie in irgendeiner Art und Weise Erfahrungen mit einem Stalker gemacht. Also, ich könnte es mir auch null vorstellen. Ich finde es ja, ich finde dieses Thema ultra weird mit Stalker und so, ne? Weil, ich muss ehrlich sagen, Digga, ich persönlich, ich meine, für eine Frau ist es immer was anderes, ne? Weil ihr müsst euch mal überlegen, so eine Frau, die hat jetzt nicht unbedingt die Möglichkeiten, sich so krass zu wehren und so, ne? Gegen so jemand. Und die geht einfach aus dem Haus und jeden Tag steht einfach immer wieder der gleiche Wichser, irgendwo da und beobachtet die einfach. Und du denkst dir nur so, Digga, what the fuck, Alter, was geht ab? Ich glaube, das ist psychisch schon sehr, sehr, ich auch nicht. Das ist wahr, ja. Und ich denke einfach, dass es extrem heftig ist, wenn du jeden Tag rausgehst und da steht einfach irgendein Stalker oder sowas da. Also ohne Spaß. Und klar, man macht sich so drüber lustig, ne, dies, das, Stalking, bla bla. Aber ich glaube schon, dass es eine extrem beschissene Situation ist, wenn du dich dann wirklich mal so da drin befindest. Ich meine, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass mich jemand stalkt, weil wer soll mich stalken? Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt mich irgendjemand stalkt. Weil ich würde dann halt zu dem hingehen, sagen, du Digga, verpiss dich. Und dann müsste der eigentlich gehen. Gehe ich jetzt einfach mal schwer davon aus. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann wird es jetzt allerhöchste Eisenbahn, es bleiben zu lassen. Ansonsten, ich hoffe, das nächste Video kommt und ich hoffe, du bist nicht dabei. Halt einmal.